Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire's Dawn. Ja, wir haben eine Quest vor uns, die ihr hier schon sehen könnt. Ein rosa Hase? Ja, tötet den Fremden im Wald westlich von Yalum. Das ist unsere Aufgabe und das wollen wir auch gerade machen. Und ich hoffe mal, dass wenn ich westlich aus der Stadt gehe, dass ich auch westlich von der Stadt auf die Weltkarte gesetzt werde. Perfekt. Meint der etwa den Wald da hinten oder wie? Ah, Tatsache. 45, das sollte also für uns gut möglich sein. Nanu, wer bist du denn? Feinde lauern euch auf. Ich bin mal gespannt, was die Eismagierin dann so kann. Ah, die kann heilen. Halt ein Gruppenmitglied, 120. Halt ein Gruppenmitglied, 250. Schön. Trifft alle Gegner, Fluch der Hexe. Sie ist also eine Hexe, oh mein Gott. Und sie kann auch normal drauf knüppeln, Wahnsinn. Das finde ich super. Oh, schöner Crit. Das Blut eurer Gegner bleckt den Boden. Ja, das war Absicht. Das kann bei rauskommen, wenn man nicht aufpasst und ein Buchstabe falsch sagt. Manchmal mache ich das einfach aus Absicht, weil es einfach mal lustig ist. Mal schauen, vielleicht mache ich das noch ein paar Mal ohne was dazu zu sagen. Dann könnt ihr raten, ob sowas jetzt Absicht war oder nicht. Denn manchmal passiert sowas auch versehentlich. Jo, Angriff! Oh, was ist das grüne für ein Vieh? Es hat eine Keule. Aber ich mache jetzt ganz normale Auto-Hits. Einfach schön die Enter-Taste smashen. Klappt hier ja ganz gut. Deswegen bin ich auch froh, dass sie jetzt auch normal draufhauen kann, die Magierin. Weil mit den anderen hat das irgendwie nicht so gut geklappt. Und wenn wir den Quest dann wieder abgeben, dann werden wir vorher mal, weil wir hier auch Seelen bekommen, gucken, ob wir die herumliegenden Gegenstände upgraden können. Kommt sie, Papa! Blutflasche erhalten. Einfaches Fell erhalten und Seele erhalten. Blut der Gruppe um 19 erhöht. Das nächste Mal wieder aber wieder ein Menschen. Habe ich da, glaube ich, gegen Anfang schon mal gezeigt gehabt, dass das geht. Das war gerade eigentlich nicht mehr beabsichtigt. Ich wollte eigentlich sowas wie das Miau oder das Wurf bei den Hunden herausfordern, aber... Es war hier wohl ein anderes Event. Na, ganz toll. Ja, natürlich können die Gegner auch die Geheimgänge verwenden und... Dann läufst du mal in so einen Gegner rein und bist plötzlich verwundert. Stumm. Ja, vollkommen egal. Bei Autohits, da brauchen die nicht reden. Apropos Autohits. Was haltet ihr von Online-Rollenspielen, bei denen es... Stellt euch mal vor, es gibt kein Autohit. Das wäre doch voll doof irgendwie, oder? Weil dann kannst du nicht irgendwie sagen, okay, ich muss kurz was schreiben, ich lass kurz automatisch draufhauen, das geht dann nicht. Ist doch voll doof. Ich kenne das von Kandidaten, da gibt's einen Nahkampf-Auto-Hit, aber keinen für den Bogen. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Es gibt die Möglichkeit, dass man sich das auf die Taste legt, ohne Magie zu verbrauchen, eben einen normalen Bogenangriff zu machen, aber man kann es nicht automatisch ausführen lassen. Und dann gibt es so andere Kandidaten, da kann man einfach alles automatisch angreifen lassen. Jeden Skill. Ist natürlich auch cool, aber auch nicht selbstverständlich. Also, es ist schon recht interessant, wie unterschiedlich die Online-Rollenspiele heutzutage so geworden sind. Ich hatte mir da auch schon überlegt, ob ich da vielleicht so eine kleine Videoreihe zu starten soll. Sofern ich eben weiß, dass die
Publisher von den entsprechenden Spielen nichts gegen haben, dass man das zeigt. Und ja, ich will, das war jetzt der Fremde, der sucht, aber ich will jetzt eigentlich den Hasen finden. Weil ich glaube, den gibt's hier nämlich wirklich. Das wäre halt viel lustiger, wenn ich diesen Hasen finde, als wenn ich den Fremden töte. Außerdem können wir hier noch ein bisschen Erfahrung von den Viechern abstauben und vor allem Seelen. Weil wenn wir damit dann das, den Blick für herumliegende Gegenstände bekommen würden, könnte man natürlich auch gleich die andere Quest machen. Ich glaube, da brauche ich gleich ganze 30 Seelen oder so, um das noch weiter abzuupgraden. Ah, jetzt bin ich hier wieder am Anfang, oder? Ja. Hoppelhäschen, geh weg da. Ich will deinen rosa Kollegen. Irgendwie sieht es nicht gut um Elaine und Walner aus, was Blut angeht, aber... Können die Blut abziehen, die Gegner? Das wär ja mal vollkommen kacke. Ja, aber ich kann denen auch Blut abziehen, also... Kein Problem. Zack. Und dann wieder drauf. Der sollte ja auch gleich Geschichte sein. Und der andere macht's auch nochmal lange. Weil der blutet ja auch erst schön. Das Blut eurer Gegner befleckt mal wieder den Boden. Komm mal her, Hoppelhäschen. Bla 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 bla. So. Zählen, zählen, zählen. Zählen? Was sind sie denn? Ah, 43. Passt. Schade, kein rosa Hase, nur rosa Blume. Jetzt habe ich noch einen echten Hasen auf dem Gewissen. Komm her zu Papa. Ein Wildschweinli. Einfaches Fell, Seele. Um 40 oder so erhöht. So, das nächste Mal wieder ein Menschen. Ist okay. Ich werde mal schauen, was sich machen lässt, Asgar. Ich gehe jetzt mal unten lang. Ja, wieder nur rosa Blume. Her mit dir. Und um wie viel steigt es hier? Die Tiere kann ich ja ruhig töten, weil die zahlen keine Steuern. Ja gut, jetzt muss ich keine mehr töten, weil jetzt habe ich schon genug Blut. Da geht es vielleicht weiter rein, ich weiß es nicht. 55 Fehler. Ja, es scheint da weiter rein zu gehen. Weil wirklich weiter geht's hier ja nimmer. Da oben waren wir ja schon. Ja. Dann gehen wir da mal lang. Ansonsten müssen wir halt den Typen töten. Wenn es nicht weiter reingeht. Es geht nicht weiter rein. Hä? Aber ich habe jetzt auch keinen rosa Hasen gesehen. Das kann doch nicht sein. Also muss ich vielleicht wirklich den Typen umbringen. Verdammt, ich habe nichts zu trinken dabei. Der rosa Hase zeigt sich vor allem, wenn man ein paar Schluck guten Rum getrunken hat. Er mag wohl den Geruch von Alkohol. Okay, es gibt also doch keinen. Irgendwo muss er sein. Ich habe ihn gesehen, jawohl. Wen denn? Na, den rosa Hasen. Ach, du bist der, der den rosa Hase sucht? Es gibt ihn, ich habe ihn gesehen, ehrlich. Ja, ja, schon klar. Ja, sagt nur dasselbe. Können wir dem anderen einfach sagen, wir hätten ihn erledigt und haben ihn nicht erledigt, weil wir ja jetzt wissen, dass der eben sowieso keinen Hasen finden kann.
Ja, ich würde den eigentlich schon gerne am Leben lassen. Ich glaube, das Haus war das hier. Oder? Nee. Nee, das war's nicht. Dann war das vielleicht das unten rechts. Komm schon. Das muss es jetzt dann aber sein, oder? Ja, das war's. Ach, stimmt ja, bei dem Stuhl komme ich ja nicht lang. Hier. Und habt ihr den Hasen? Nein, wir konnten ihn noch nicht finden. Was macht ihr dann hier? Los, sucht ihn. Ich will mein Erspartes nicht an diesen Fremden verlieren. Wir müssen ihn also umbringen. Okay, dann machen wir das halt. Ich hoffe einfach mal, dass das kein Steuerzahler ist, dadurch, dass der eben im Wald rumguckt. Ja, na toll. Ja gut, dann müssen wir dich halt umbringen. Beziehungsweise euch. Das haben sie selber so gewollt, sind sie selber dran schuld, dass es so kommen musste. Ja, auch mit zwei Gelähmten werde ich euch noch umbringen. Hallo? Keine Chance. Ihr seid Geschichte, ihr wisst es nur noch nicht. Gut, der eine schon, aber der andere nicht. Na toll. Braucht dann halt ein bisschen länger, aber pff. Vielleicht haben wir ja auch Glück und die Lähmung hört mal wieder auf. Was natürlich auch sehr super wäre. Aber egal, kriegt man auch noch mal ein paar Seelen. Bam. Und Seelen kann man hier ja immer brauchen. Dann war die 45 halt wegen den Gegnern hier und nicht wegen dem Kampf gegen den Hase oder gegen die Typen, ne? 56. Was? Fluch? Irgendwas? Die unsere Magierin kann was Neues. Fluch der Menschheit. Hoher Schaden an Humanoiden. Oh. Oho, oho, oho. Also falls wir unerwarteterweise doch gegen den Typen kämpfen müssten, dann haben wir jetzt hier ordentlich was zum Damage reinknüppeln. Da ist er ja. Hallo. Aussaugen? Nein. Ich will dich verwandeln. Am besten in einen Lord. Komm, geh nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Go, go, go. Zieh, zieh, zieh. Ja, dann machen wir dich halt zum Magier. Bäh. So. Ich hatte gerade irgendwie das Gefühl, dass die schneller geworden waren. Na toll. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme hier nicht mehr weg, ohne zu kämpfen. Ich kann es höchstens versuchen. Na toll. Okay. Ja, dann kämpfen halt. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Ach, die können heilen, die Viecher. Aber das wird denen auch nichts nützen. Wir sind 4 gegen 2. So viel könnt ihr gar nicht wegheilen, wie wir euch Schaden reinknüppeln. Seht ihr? Und jetzt zu dir. Ja, mach uns ruhig stumm. Ist uns egal. Ist uns doch so egal. Seele erhalten. Schön. Kurzzeitig hatte ich die Überlegung, ob ich es doch den Weg zurücklaufen soll und mit dem Vieh kämpfen soll, aber nö. Ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Ist mir doch egal. Ich gehe zurück, dann bin ich der Hans im Glück. Auch wenn ich nicht Hans heißt. Oh. Weary, Feinde lauern euch auf. Was können ihr denn so? Falls ihr was könnt.
Sieht irgendwie aus wie Makio. Aber okay. Krank. Oh mein Gott. Asuka ist krank. Aber das wussten wir doch schon alle, dass der krank ist. Also im Kopf. Nö, also irgendwie hauen die normal einfach nur drauf. Also bei Boston sollte ich dann vielleicht das Krank und so weiter im Kampf wegmachen, dass einer den anderen heilt, weil das auf Dauer halt doch schon ziemlich an Leben zieht. Aber erst bei solchen Viechern hier kann ich mir das so erlauben. So, zack. Erfahrung, mehr Seelen, schön. Zuflucht. Das nicht ohne Grund. Zum einen, weil ich glaube ich auch die Krankheit gleich mit weggeht. Und zum anderen muss ich hier sowieso mal hin. Wieso müsste ich hier nochmal hin? Ach genau, upgraden, genau. Ach, die Krankheit geht nicht weg. Toll. Dann hier, werdet wieder gesund. Was ich nämlich machen wollte, ist ja hier upgraden. Und das können wir ja gleich machen. Insofern... Ah, okay, der Gute lässt uns. Schön. Und zwar den Blick für herumliegende Gegenstände. Das müsste, glaube ich, das mit dem Augensymbol gewesen sein. Ah, da unten. Ja. Na, nee. Zu wenig Seelen. Ja gut, vielleicht reicht das ja schon. Oder haben wir Seelensteine dabei? Rezept 5. Freie Sicht. Ach so. Nö, scheint nicht so. Okay. Dann, befragen wir nochmal unsere schönen Lieferanten. Ja, laber nicht jedes Mal denselben Schmarren hier. So. Achso. Ich sollte vielleicht auch vorher die Blutviren verwenden. Achso, ich kann auch eigentlich gleich die anderen mitverwenden. Komm, zeig her. Natürlich sind wir zufrieden. Die sind wirklich der Wahnsinn. Blutviole 22, so, zack. Zuflucht zum gespeicherten Ort. Das war jetzt aber nicht auf meinem Bildschirm, oder? Da war in dieser weißen Animation waren so schwarze Flecken gerade. Komisch. Hey, du da, wir haben den Kerl ausgerottet. Hallo, gib uns Erfahrung. Und habt ihr den Hasen? Nein, es gibt keinen rosa Hasen, aber den Kerl haben wir erledigt. Kein rosa Hase? Ein Glück, ich hatte schon an meinem Verstand gezweifelt. Und den Kerl habt ihr erledigt? Ja, der kommt nicht wieder. Hervorragend, ich danke euch. Damit bin ich euch wohl was schuldig. Lebensanker erhalten, 3 Gifttränke erhalten, 5000 viele erhalten. Danke. Da ich jetzt die Gewissheit habe, kann ich endlich wieder ruhig schlafen. So, und jetzt erst die Erfahrung. Und das ist mit dem Grund, warum ich vermute, dass man je nachdem, ob man aber die Wahrheit sagt oder lügt, mehr oder weniger Erfahrung bekommt. Aber jetzt müsste ich eigentlich genügend Level-Ups gesammelt haben, um mich weiter aufzurüsten. Wo war der Rüstungsladen? Nee, das war nicht der Rüstungsladen. War das hier der Rüstungsladen? Nö. Das da unten war der Trankladen. Ah, Moment, wenn hier rechts gerade diese Bar war, ne? Dann war hier oben der Typ, der meinte nebenan. Und dann war hier rechts, war dann... Genau, genau. Ha! Habe ich gut rekonstruiert bekommen, oder? So, schauen wir mal, was der noch für uns hat. Und danach beenden wir auch den Part. Er kriegt einen Säbel, sie kriegt Krallen, der kriegt eine Klinge und sie kriegt einen neuen Stab. So.
Rüstung Baru kriegen die drei auf jeden Fall mal. Kommt bald wieder, ja, das machen wir. So, und jetzt schön ausrüsten. Ah, Giftresistenz, das ist natürlich super. Ja. Ah ja, ich möchte verkaufen. Und zwar mein altes Zeug. Das braucht ja dann kein Mensch mehr. Die Klinge des Himmels noch. Die Plattenrüstung, die Titanrüstung. Ne, das Feueramulett nicht. Oh, damit könnte ich nicht viel Geld machen. Mit dem Saphir, glaube ich. Aber, nö. Das einfache Fell kann man auf jeden Fall auch verkaufen. Die Keule. Ey, Keule. Die Verdammnisklinge bloß nicht. Die kriegt man nie wieder. Und man kann sie upgraden, wie ihr seht. An Verdammnisklinge 1. Mit 8 Aushöhlungen. Bis zu 8 Mal, also scheinbar. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wie das genau ging. Das ist das Problem. Sonst würde ich das gerne machen. Aber ich weiß halt nicht mehr wie. Eine Rüstung noch. Zwei Schilder. Ein Helm. Ja, kommt bald wieder. Das machen wir, das glaubst du wohl. Ah, okay. Feuerresistenz kriegen die beiden auch noch dazu. Die kriegt noch die Rüstung der Baru. Und er kriegt noch den Helm. Schauen wir mal, wie weit wir kommen beim Aufrüsten, Verkaufen. Da haben wir noch einen Thanos-Helm und zwei schwere Schilde und eine Titanrüstung, die wir verkaufen können. Ja, komm, zeig her. Den Gedankenhelm brauche ich noch dreimal. Verdammt, ich kann nur zwei kaufen. Ja, dann muss unsere Magierin erstmal mit dem Alten auskommen. Oh, Schutz vor Stumm und Schlaf. Sehr schön. Wobei, dann ist der Gedankenhelm fast sogar besser für die Magierin. Weil, damit die zaubern kann. Die wird dann nie wieder auf stumm gestellt, solange sie den Helm anhat. Wobei wir auch versuchen könnten, jetzt die beiden alten zu verkaufen und mal einen neuen zu bekommen. Stimmt ja. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Da, vorne ist Helm. Reicht es? Reicht es? Reicht es? Nein, es reicht knapp nicht. Irgendwas muss ich noch verkaufen. Irgendwas, was ich nicht wirklich brauche, am besten. Leere Flasche haben wir 15. Ich dachte, das waren neulich noch 18. Komisch. Werden da irgendwelche Dinge reingetan und ich bemerke es nicht, oder wie? Ach, da. Oh! Ich habe doch letztens Tiere getötet, Leute. In die leeren Flaschen füllt man das Tierblut. Automatisch. Wurde uns das erklärt, dass das so ist? Ich meine, das ist eine coole Idee, aber wurde es schon erklärt? Ich weiß es nicht. Blitzstaub. Komm. Verkauf einmal. Weil dann müsste es noch einen Gedankenhelm reichen. Und dann sind wir auch erstmal wieder pleite. So. Zack. Gut, aber dann würde ich sagen... Ah, nee, würde ich nicht sagen. So ein Schwachsinn. Wir gehen noch schnell zu der Tuss mit der Haarspange. Die war irgendwo in einem Keller. Gibt's hier einen Keller bei euch? Nee, dann seid ihr uninteressant. Tschüss. Ah, vielleicht gibt's hier einen Keller. Gibt's bei euch einen Keller? Nee, dann seid ihr uninteressant. Weil da weiß ich, war ich mir ziemlich sicher, dass es im Keller war. Wir
bin mir wirklich eigentlich ziemlich sicher. Ich glaube, hier gab es einen Keller. Ja, genau. Ah, nee, das war die Tussi, die spielen wollte. Nö. Nö. Uninteressant. Das war diese Bar-Dingens da. Das war auch nicht die, die ohne Spange nicht aus dem Haus konnte. Vielleicht da war es doch irgendwo oben. Nee. Das glaube ich eigentlich nicht. Aber gut, scheinbar war es halt so. Ah, Moment mal. Ah! Sie war das doch. Reden? Habt ihr sie gefunden? Nein, aber die finden wir schon noch. Mist. Ich sehe sie jetzt wirklich immer noch nicht. Ärgerlich. Da braucht man das wahrscheinlich wirklich auf 3, okay. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich wie jedes Mal sehr freuen. Und wenn wir uns auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire Stalker 2. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.